Die Donau bei Regensburg. Manchmal nennen die Einheimischen sie liebevoll bayerischer Amazonas. Noch gibt es sie, diese naturnahen Uferbereiche, die Kiesbänke und strömenden Strecken. Doch das Paradies ist bedroht. Auch durch einen unscheinbaren Feind, der sich eher im Verborgenen entwickelt. Vor 15 Jahren haben ihn die Angler an der Donau zum ersten Mal entdeckt. Der Vorsitzende des Anglerbund Regensburg, Hans Holler, erinnert sich. Aufgefallen ist uns das erste Mal in der Fangstatistik, da wir ganz viele Müllkoppen gehabt haben. Da habe ich gesagt, das kann doch nicht sein. Was ist das? Und dann haben wir das auch nachgegangen. Und dann hat es, das haben wir mit Biologen herausgefunden, das sind ja gar nicht Müllkoppen. Das sind eigentlich Schwarzmeergrundeln. Die waren für uns damals relativ unbekannt. Und wir haben auch gar nicht gewusst, wie sollen wir jetzt damit umgehen. Aber da war es eigentlich noch nicht eine Plage. Doch diese Situation hat sich deutlich verschlechtert. Die Invasion der Grundeln hat dramatische Ausmaße angenommen. Als wären die für die Schifffahrt ausgebauten Steinufer nicht schon Bausünde genug, bieten offenbar genau diese Plätze den Grundelarten optimalen Lebensraum. Da viele Fragen ungeklärt blieben, holte sich Hans Holler Hilfe. Bei Wissenschaftlern sowie Biologen vom Landesfischereiverband und von der Fachberatung für Fischerei. Mit im Boot auch Dr. Jörg Brandner vom Wasserwirtschaftsamt Regensburg. Er ist einer der führenden deutschen Grundelexperten. Es geht darum, zu schauen, was ist in der Donau an Arten vorhanden. Es geht auch um die Frage, wie schaut es mit den Grundeln aus? Das ist mal die Kernfrage. Und dazu führen wir eine sogenannte Elektrobefischung durch. Und das ist eine der schonendsten Methoden, um Fischbestände zu untersuchen. Elektrobefischung ist eigentlich eine Methode, mit der man Fische am besten sichtbar machen kann, am schonendsten sichtbar machen kann. Dazu erzeugt man ein elektrisches Feld und dieses Feld baut sich zwischen zwei Polen auf. Einmal zwischen dem Minuspol, das ist die Kathode, die werfen wir hinten am Boot ins Wasser rein sozusagen. Und dann haben wir die Anode, die in Form von einem Kescher mit Netz ausgebaut worden ist. Und die Fische werden dann, wenn das elektrische Feld aktiv ist, in die Anode gezogen, sozusagen schwimmen dorthin und können dort abgegriffen werden und gefangen werden. Danach werden die Fische von uns vermessen, nach Art bestimmt und protokolliert. Und hinterher bekommen wir eine Fangliste und wissen, welche Population wir an der entsprechenden Location gefunden haben, sozusagen. An diesen Ufern herrscht noch eine große Artenvielfalt. Es finden sich typische strömungsliebende Fische wie Nase und Barbe. Dazu kommen Nervling und Eitel. Für die Grundeln ist das natürliche Kiesufer kein guter Lebensraum. So, als Zwischenergebnis für Kiesufer. Tolles Ergebnis, was wir hier sehen. Heimische, juvenile heimische Fischarten wie Barben, Nasen, Eitel, Nervlinge sind da. Genau das, was man sich eigentlich für Kiesufer wünscht. Wenig Grundeln, viele juvenile heimische Fischarten. Ein gutes Ergebnis für Kiesufer tagsüber. Im Laufe des Nachmittags gehen den Experten noch andere Fische ins Netz. Wie Flussbarsche. Und im Bestand stark gefährdete Nasen. Und wenig später sogar ein kapitaler Rapfen, der gleich wieder in die Freiheit schwimmen darf. So wie alle beim E-Fischen gefangenen Fische. Die Donau zwischen Regensburg und Passau zählt zur Barbenregion und ist hier eine der artenreichsten Flussstrecken Europas. Dies ergibt sich aus einer Überlagerung von Fischregionen im Fluss und den Unterläufen seiner Nebenflüsse. Die Donau weist zudem eine große Zahl von endemischen Fischarten auf, die nur hier zu finden sind.
wie die drei Arten von Donaubarschen, zum Beispiel der Schretzer. Ein paar Tage später ist die Mannschaft wieder unterwegs. Einsatzort dieses Mal die vom Mensch aufgeschütteten Uferbereiche an der Donau. Durch den Ausbau zur internationalen Schifffahrtsstraße haben Blocksteinwurf und begradigte Ufer einen künstlichen, unnatürlichen Lebensraum geschaffen. So, wir fischen jetzt hier Blocksteinufer, das typische bevorzugte Habitat der Schwarzmundgrundeln, Kesslergrundeln und der Nacktholzgrundeln. Hat da lustige Namen an und für sich, aber die Grundeln haben schon Auswirkungen aufs Ökosystem und die Blocksteinschüttung scheint schon das bevorzugte Habitat zu sein. Und wir sehen hier sehr hohe Dichten, die wir vorher an der Kiesuferstrecke ja so nicht vorgefunden hatten. Jetzt mag man sich denken, ja, kommen hier 4, 5 neue Grundelarten dazu. Das stellt eine Bereicherung für die Biodiversität dar. Aber wahrscheinlich ist das Gegenteil der Fall. Wir haben herausgefunden, dass dort, wo die Schwarzmundgrundeln neu einwandern und sich vermehren, gleichzeitig heimische Arten wie der Eitel und die Barbe an Häufigkeit abnehmen. Da stellt sich natürlich die Frage, wie kommen diese Fische hier zu uns her? Gell? Also die müssen ja irgendwie hier eingereist sein und das passiert dadurch, dass sie über Schiffe transportiert werden einmal. Und zwar wird der Laich von den Fischen, von den Grundeln an die Schiffsrümpfe angeklebt, die Laichen dorthin und innerhalb der 10 bis 20 Tage, wo so ein Schiff dann vom Schwarzen Meer hier bis nach Regensburg rauffährt, entwickelt sich der Laich, sodass die Fischbrut dann hier im Hafen wahrscheinlich oder in Hafennähe schlüpfen kann. Deswegen sind Häfen auch Hotspots für Einschleppungen von allen möglichen aquatischen Neozonen, nicht nur von Fischen. In Bayern ist ein Bekämpfen der Grundelinvasion derzeit kaum möglich. Dr. Brandner geht davon aus, dass sich die fremden Fische irgendwann ins heimische Ökosystem integrieren werden. In der Zwischenzeit bleiben sie unter verschärfter wissenschaftlicher Beobachtung. Zurück zu Hans Holler und seinen Angelfreunden Michael und Andi, die den Tag am Wasser ausklingen lassen. Es ist einfach schön, wenn man am Abend an der Donau sitzt und noch ein bisschen die Angel reinschmeißt nach getaner Arbeit an unserer schönen Donau, wo das Stück von der Natur belassen ist. Dafür ist es wichtig, dass unsere Flüsse auch intakt sind und wir für unsere Flüsse da sind. Und das heißt, wir, Anglerbund Regensburg, wir sind seit 1923, gibt es unseren Verein und wir haben derzeit rund 2000 Mitglieder. Für was setzt man sich ein? Wichtig ist, für unser Gewässer, wo wir 300 Hektar bewirtschaften, ist am wichtigsten, dass wir einfach die Naturbelassenheit bewahren. Und da, wo es nicht mehr stattfindet, wieder etwas Natur zurückholt. Mit Erfolg hat sich der Anglerbund für dieses Stück renaturiertes Ufer eingesetzt. Gemeinsam mit den Ämtern wurde hier ein Seitenarm geschaffen, der den Fischen ein Stück naturnahe Donau zurückgibt. Und da ist wichtig, jetzt an dem Fluss und der Donau, wie wir jetzt stehen, dass die Versteinbebauungen zurückgezogen werden und wir einfach wieder natürliche Strukturen haben und hoffen, dass eine Eigenproduktion stattfindet, damit unsere Zukunft wieder gesichert ist und unsere Kinder und Kindeskinder auch genauso mit Freude an unseren Gewässern bleiben können.